Ihr mochtet meine Liste von Mindfuck-Filmen, aber sie waren euch zu bekannt? Hier habe ich für euch 5 Geheimtipps. Hi, ich bin der Gubi und wenn euch Filme interessieren, dann folgt doch gerne meinem Kanal. Erstens, Shutter. Ein Horrorfilm aus Thailand, in dem ein junges Pärchen nach dem Besuch eines Klassentreffens tragischerweise ein junges Mädchen überfährt. Aus Angst vor den Konsequenzen fliehen sie vom Unfallort. In den darauffolgenden Tagen fallen immer wieder seltsame Schatten auf den Fotos des Pärchens auf. Was zunächst als eine sehr zufällig wirkende Anordnung an verschiedenen Ereignissen beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einem komplexen Bild, bei dessen Auflösung es euch definitiv einen Schauer durch den Körper jagen wird. Für mich bis heute einer der besten Horrorfilme, die ich kenne. Zweitens, Beau is Afraid. Ein Film von Ari Aster mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der in dieser einmal mehr brillantes Schauspiel liefert. Auch dieser Film möchte von euch analysiert und interpretiert werden. Zudem solltet ihr genau hinsehen und eine hohe Aufmerksamkeit mitbringen. Es ist schwer zu beschreiben, worum es in diesem Film eigentlich geht. Deutliches Leitmotiv sind aber sehr klar verschiedene Angststörungen. Dieser Film hat unglaublich interessante und unerwartete Motive. Zudem werden euch viele Szenen verstören und eiskalt erwischen, wodurch sich der Film definitiv das Prädikat Mindfuck verdient. Drittens, I Saw the Devil. Ein unglaublich brutaler südkoreanischer Film, in dem ein Polizist die Ermordung seiner Frau rächen möchte. Den Täter hat er dabei sehr schnell gefunden. Doch für seine Rache nimmt er sich Zeit. Dieser Film klingt vom Grundaufbau zunächst vielleicht sehr Standard. Doch glaubt mir, dieser Film wird euch mitnehmen. Die Beziehung der beiden Protagonisten, aber auch der Umgang mit ihrem Umfeld ist nämlich kaum zu ertragen und wirklich painful to watch. Zudem kennt der Film keine Helden, verherrlicht keine Selbstjustiz, sondern zeigt wahre Abgründe menschlichen Handelns. Solltet ihr Schwierigkeiten haben mit Themen wie Folter, sexualisierter Gewalt oder Kannibalismus, ist an dieser Stelle eine klare Triggerwarnung für euch ausgesprochen. Viertens, Enter the Void. Dieser Film von Caspar Noé behandelt im Kern den Konsum der Droge DMT sowie verschiedene Theorien zum Thema Tod. Besonders interessant daran ist, dass Konsumenten dieser Droge häufig berichten, dass sich die Drogenerfahrung wie Sterben und Neugeborenwerden anfühlt. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden Themen ist im Film also nicht zufällig gewählt. An der Stelle möchte ich mehrere Triggerwarnungen aussprechen. Der Film ist an vielen Stellen verstörend, nichts für schwache Nerven und behandelt viele sensible Themen wie zum Beispiel Traumata in der Kindheit. Personen, die zu epileptischen Anfällen neigen, sollten zudem einen großen Bogen um diesen Film machen. Fünftens, Crimes of the Future. Ein Body-Horror-Film von David Cronenberg, der eine dystopische Zukunft beschreibt, in dem die Menschen zunehmend verlernen zu empfinden. Zudem gibt es einige Menschen, denen neue, scheinbar unnütze Organe wachsen, die in der Regel direkt operativ entfernt werden. Wir begleiten im Film einen Künstler, der aus diesen Operationen an sich selbst eine Art Live-Kunstshow veranstaltet. Wir haben es hier mit einem Film zu tun, auf den ihr euch einlassen müsst. Es wird sich nämlich herzlich wenig darum gekümmert, dem Zuschauer diesen Film begreiflich zu machen. Vielmehr sollen Zusammenhänge und Interpretationen vom Zuschauer selbst gezogen werden. Wenn ihr darauf Bock habt, dann hat der Film einiges für euch zu bieten und erzählt eine fast schon philosophische Geschichte. In den Hauptrollen spielen übrigens Viggo Mortensen, Lea Seydoux und Kristen Stewart. Für mehr Listen und Filmempfehlungen klickt doch gerne mal hier. Und habt ihr weiterhin Bock auf Videos zum Thema Film, dann folgt doch gerne meinem Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.